Guten Abend und herzlich willkommen bei Heike Makatsch, die Show. Und hier ist sie, unsere Gastgeberin im Club, Heike Makatsch. Hallo. Ist ja ein sehr netter, warmer Empfang. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir sind wieder da mit der Show. Ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und dass ich hier so ein wunderbares Publikum habe. Ich glaube, die Stimmung stimmt. Stimmt die Stimmung? Ja, dann kann ja eigentlich überhaupt gar nichts mehr schief gehen. Ich frage mich ja immer, wo ihr eigentlich alle so herkommt. Wo kommst du denn zum Beispiel her? Aus Augsburg. Aus wo? Hamburg. Aus Hamburg. Wo sonst? Und du? Auch Hamburg. Und was hat euch hierher getrieben? Ja, hauptsächlich. Rammstein. Rammstein, ah, da hat er schon was vorweggenommen. Heute ist nämlich Rammstein hier bei uns live on stage. Ich besuche mal wieder meinen lieben, guten Freund Otto Lotto. Hallo. Yeah. Ja, moin, ne? Moin. Ja, ich sehe schon, du hast total aufgefahren. Was ist denn das da um deinen Hals, wenn ich mal fragen darf? Da gibt es drei Lösungsmöglichkeiten. Die erste ist Rap, ne? Die zweite ist gewonnen, Weltmeister im Meerschweinchenwettrichten. Und die dritte ist jetzt eine Möglichkeit, einen Hinweis auf das Programm zu geben. Hinweis auf das Programm zu geben, ja, nämlich der Lotto hat sich diese Medaillen ausgeliehen. Können wir noch kurz was durchsagen? Ja, sag's durch. Der Fahrer, der Inhaber des Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer NGV 2325, wir haben die Fahrgestellnummer gefunden. Der Wagen, ich will das Land nicht wieder sagen, ist schon auf dem Weg nach Osten hinter Berlin. Aber die Fahrgestellnummer könnt ihr hier abholen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbei. Wir sind nämlich jetzt hier bei Harald Schmidt gelandet. Harald Schmidt. Bitte melde dich. Ja, ich komme mal zurück auf Lottos Medaillen. Die hat er nämlich in Wirklichkeit Sandra Völker geklaut. Und die ist heute hier bei uns mit ihrem Freund Dirk Lange. Also ich freue mich, hier eine Weltmeisterin begrüßen zu dürfen. Und den Klee begrüßen zu dürfen. Klee macht heute wieder Musik. Ist extra wieder aus Berlin, aus dem E-Werk hier nach Hamburg in den Club gekommen. Ohne Klee läuft überhaupt gar nichts. Und ich werde jetzt mal einen Weg hier mal bahnen zu der Bar, wo ein wunderschönes Mädchen mit einem wunderschönen Namen steht, nämlich die Cosma Schieber. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Falls irgendjemand nicht weiß, um wen es sich hier handelt, der soll nur ein bisschen genauer hingucken. Du hast nämlich hochkarätiges Erbmaterial mitgekriegt. Ja, normal. Normal, nämlich von einer wunderbaren Mutter, Nina Hagen. Das ist die Tochter von Nina Hagen. Heute hier bei uns. Fühlst du dich in einigermaßen wohl hier an der Bar? Ja, sicher. Ist ja gemütlich hier, ne? Sehr schön. Also ich hoffe, du hast noch viel Spaß. Wir sehen uns gleich noch zusammen mit Anna Thalbach, deiner Freundin. Was ist denn hier los? Im Club wird normalerweise eigentlich nicht geschlafen, würde ich sagen. Hey, aufwachen. Hey. Wow. Was ist das? Das ist ja ziemlich scary. Sieht nach einem Party-Trend aus. Könnte das sein, dass bei uns Party-Trends vorgestellt werden? Ja, bist du so schon mal auf eine Straße gegangen mit solchen Kontaktlinsen? Ja, natürlich. Und wie ist die Reaktion? Die ist bombastisch einfach. Die Leute gucken einem immer in die Augen. Nirgendwo anders hin. Shocking sozusagen. Und wie alle Sachen, die besonders trendy werden, ist das natürlich auch von den Promis in die Szene eingeführt worden. Dank tierischer Kontaktlinsen mutierte Michael Jackson vor 14 Jahren zum Werwolf. Ein Augenblick, der einen neuen Trend setzen sollte. Von Depeche Mode bis Star Raver Scooter. Immer mehr Bands nutzen die schrillen Haftschalen als Blickfang für ihre Videos. Linford Christie zeigte werbewirksam die springenden Pumas bei der Olympiade in Atlanta. Beim Wettkampf waren sie allerdings tabu. Jetzt gibt es die Crazy Lenses auch in Deutschland. Und aus jedem Mauerblümchen wird ein attraktiver Partylöwe. Ja, alle haben diese Kontaktlinsen schon getragen. Vorne heran Michael Jackson. Ja, siehst du jetzt auch nur Dollarzeichen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, schön wäre es natürlich, aber so ist es leider nicht. Also man hat so das leichte Gefühl, als wenn es nicht ganz scharf ist, aber man kann trotzdem gut sehen. Also Autofahren sollte man damit vielleicht nicht? Nee, nicht so gerne. Das Sichtfeld ist schon ziemlich eingeschränkt. Aber für einen Abend kann man das schon ertragen? Aber in jedem Fall. Gut, also viel Spaß mit den Linsen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, aber ich will euch vorher noch verraten, wer nachher alles kommt. Also mit Cosma Schieber werde ich mich unterhalten, mit Anna Thalbach, Rammstein, wie vorhin schon gesagt, sind bei uns live auf der Bühne. Und was es sonst noch so gibt, das verraten wir euch jetzt. Yeah.
Gleich in Heike Makatsch, die Show. Er produziert die Hits für Backstreet Boys und Co., Toni Kortura und sein neuester Geniestreich Nana. Und? Hallo Heike. Danke, dass du extra hierher gekommen bist, denn ich kann ja heute leider nicht zu dir kommen. Dafür hast du meine Tochter Cosma in deiner Sendung und die hat bestimmt super spannende Geschichten zu erzählen. Willkommen zur neuen Ronnys Pop Show. Wir schalten rüber zum Bundeshitminister. Wir fordern endlich ein faires Starpaket. Wir fordern endlich Sarah Brightman, Sabrina Setlur, No Mercy, die Backstreet Boys, Vertigo, Apollo Popotti und viele andere Chart-Mega-Hits auf einer Doppel-CD. Hier ist das Starpaket, die neue Ronnys Pop Show, vom Bundeshitminister empfohlen. Frische Sonne, frisches Meer. Frische Hotels, frische Superpreise. Der neue 1-2-Fly-Extra-Katalog ist da. 1-2-Fly, bei diesen Preisen muss man reisen. Bei hartnäckigem Fettschmutz können Sie so manche Glasreiniger aus dem Fenster werfen. Oder Sie nehmen gleich das beste Sidolin aller Zeiten. Neu, mit extra Kraftschaum, wirkt extra stark, haftet entschieden länger und packt so den Schmutz richtig an. Alles streifenfrei sauber. Alles klar mit Sidolin. Gary D. präsentiert den Mega-Flieger, die Trends 5. Die Monster-Hard-Trends-Knaller auf 3 CDs. Mega-Abgang pur. Die Trends 5. Get it now. Wussten Sie, dass Sie Ihre Haare bei jedem Waschen einem Risiko aussetzen? Überrascht? Haare sind am empfindlichsten, wenn sie nass sind. Schon Kämmen kann sie brüchig machen. Pantene hilft, ihre Haare kräftig, gesund und weniger brüchig zu erhalten. Pantenes Pro-Vitamin B5 dringt in die Wurzel ein. Die Formel pflegt das Haar bis in die Spitzen. So bekommt es gesunden Glanz und bleibt kräftig. Pantene Pro-V, für gesundes Haar, das glänzt. Kräftiges Haar ist schönes Haar. D-Trends 5. Get it now. Lust auf die begehrtesten Junggesellen des Sommers? Amica stellt 100 Singles zum Verlieben vor. Mit Erotik-Fragebogen und intimen Bekenntnissen. Das Extraheft in Amica. Jetzt am Kiosk. Gefangen in einer Zeitschleife. Dieser Tag wiederholt sich. Ein Trip ohne Ende. Gib mir noch eine Chance! Nur eins! Doch aufgeben kommt nicht in Frage, denn es gibt einen Ausweg. Ich liebe dich. 12:01 Uhr, Samstag 20:15 Uhr bei RTL 2. Herzlich willkommen. Bleiben Sie dran und schalten Sie ein. Aufgepasst, die jungen Wilden kommen. TV-Movies made by RTL 2. Filme, die es in sich haben. Aufwendig produziert mit absoluter Starbesetzung. Wie soll denn sowas aussehen, jung und wild bei der Arbeit? Ich bin jung, er ist wild. Ja, auch für mir bei der Erfüllung ist absolut. Ich glaube schon, dass ich wild bin. Also ich hoffe das zumindest. Die jungen Wilden. TV-Movies für jedes Genre. Vom Drama bis zur Komödie. Es ist sehr viel Action dabei. Und auch eben sehr viel Erotik. Und bei der Erotik kamen sie richtig ins Schwitzen. Die schwierigste Szene, da sind sich alle einig. Eine Bettszene über den ganzen Tag zu drehen, ist einfach anstrengend. Also diese Bettszene war sauschwer. Mein Name ist Baumeister, wenn Sie sich bitte freimachen. Das ist ganz scheußlich. Ungewöhnliche Filme mit ungewöhnlichen Schauspielern. Eine echte Herausforderung für Macher und Darsteller. Das reizt mich eben, dieses Verrückte. Was ich gerne daran mag, dass die Jungs dranbleiben und das merkt man auch während dem Dreh. Die jungen Wilden, TV-Movies von RTL 2. Langweilen können sie sich woanders. Jeden Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL 2. Ja, da sind wir wieder im Club und ich bin besonders stolz, ein junges Mädchen jetzt begrüßen zu dürfen mit ihrem Freund, die gerade noch in Göteborg weilte und dort Gold mit nach Hause brachte. Und zwar über 50 Meter Freistil und zweimal Silber. Hier ist Sandra Völker und Dirk Lange. Applaus
Hallo. Hallo. Ihr habt ja ganz schön abgeräumt jetzt. Wie fühlt sich das an? Seid ihr jetzt glücklich? Also, am Anfang ist man tierisch nervös und eigentlich platzt man fast, wenn man vorne am Start steht und hinterher ist dann fällt so ein Stein vom Herzen, echt. Ich kenne das Gefühl, ich kenne es. Ich habe gelesen, als du dein erstes Silber gewonnen hast, da warst du so ein bisschen enttäuscht und so. Ich habe das Gefühl, alle sind enttäuscht, wenn sie nur Silber mit nach Hause bringen, aber es ist doch auch eine tolle Auszeichnung. Aber du hast dir schon Gold im Kopf gesetzt und so sollte es dann auch sein? Ja, richtig. Also ich meine, im Endeffekt bin ich mit Silber zufrieden, absolut. Und ich habe alles gegeben von Anfang an, dass es im Nachhinein halt nicht ganz geklappt hat, ist eben vom Training her nicht machbar gewesen im Endeffekt, aber mein Gott, Silber ist auch okay. Also, ja, eben wollte ich gerade sagen, also Silber. Zweimal Silber. Jetzt hast du da ja noch so einen Sieg errungen, der aber disqualifiziert wurde, weil du irgendwie zu lang getaucht hast beim 100 Meter Rückenschwimmen. Merkt man das in dem Moment? Denkt man sich so, jetzt habe ich ja viel zu lange getaucht? Oder ist das so eine Millisekunde, dass das einem selber eigentlich gar nicht auffällt? Mir ist es aufgefallen, doch, ich habe es gemerkt, ich habe es auch hinterher gleich gesagt, das ist schon in Ordnung gewesen. Aber es haben andere auch gemacht bei mir im Rennen. Und deswegen, also nicht unbedingt bei mir im Rennen, auch vorher schon bei den Männern bei 200 Meter Rücken. Und deswegen Ungerechtigkeiten, ja, alles wirklich. Ungerecht. Ich fand es ein bisschen unfair, ja. Wo war eigentlich Franzi bei der ganzen Geschichte? Ich weiß das gar nicht so genau. Ja, Franz jetzt vorgezogen, lieber einen kleineren Wettkampf zu schwimmen in Dillenburg und naja, momentan ist das Maß aller Dinge ohnehin vielleicht nicht mehr so Berlin und von daher ist man da nicht manchmal frustriert, dass man sich denkt, irgendwie alle reißen sich um sie, nur weil sie vielleicht so jung war oder so, oder ist das was eigentlich nicht zählt, weil die, die es wissen müssen, wissen schon, was du kannst? Doch, natürlich, also es zählt auf jeden Fall. Klar, sie war 14 Jahre, als sie olympische Medaillen gewonnen hat und das ist natürlich super gewesen. Also ich meine, sie ist wirklich super geschwommen auch und jetzt hat sie eben so eine kleine Auszeit und trainiert auch ein bisschen weniger oder hat jetzt gerade im Januar erst wieder angefangen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Effekt. Ich bin eben schon ein bisschen älter. Ich bin auch, als ich älter war, erst erfolgreich geworden und das ist eben der Unterschied. Also ich bin eher ja, aus den Teenagerjahren eben schon draußen, ne? Wie lebt sich's eigentlich so im Wasser? Ich meine, dein Leben, das spielt sich ja zu einem ganz, ganz großen Teil eigentlich im Wasser ab und ich finde es eigentlich immer unangenehm, ins Schwimmbad zu springen, weil es so kalt und so. Liebst du das oder manchmal würdest du auch lieber dieses Chlor nicht auf der Haut spüren? Also ich bin eigentlich immer schon eine Wasserratte gewesen. Also ich habe nie Probleme damit gehabt und auch wenn ich im Urlaub fahre oder so, muss ich eigentlich auch irgendwie mal surfen oder Wasserski machen oder so. Es ist einfach so bei mir und deswegen habe ich eigentlich keine Probleme und toi 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 habe ich auch nicht irgendwie Chlorallergie oder so, habe ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich gar keine Pickel. Ich habe immer gehört, dass man vom Chlorwasser so viel Pickel bekommt oder wenigstens vom Fetten danach oder dass man auf jeden Fall so Hautprobleme hat, aber bei dir sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Ja, das ist die Massenbildnerin, hat hier nur ihr Bestes gegeben. Spielen sich auch andere Teile eures Privatlebens im Wasser ab eigentlich? Habt ihr vielleicht ein Wasserbett zum Beispiel? Oder frühstückt ihr vielleicht in der Badewanne? Oder? Ja, wir spielen aber zu Schach in der Badewanne. Echt? Nein, es wurde mal von der Bild-Zeitung irgendwie eine Geschichte gemacht, da mussten wir Schach in der Badewanne spielen, auch aus dem Aspekt, macht ihr mal was im Wasser, aber eigentlich leben wir wie jeder normale Mensch und jedes normales Paar miteinander. Und naja, wir haben ein bisschen recherchiert, liebe Sandra, lieber Dirk, und haben herausgefunden, dass es da noch einen ganz anderen Drahtzieher hinter dem Erfolg von Sandra Völker gibt. Oh, Sandra, zieh durch. Komm, muss ich hin. Ja, ja, los jetzt. Oh, doch, Mensch, du Arschkrank, was hier los ist? Die Sandra holt gleich Gold. Jetzt zieh durch, Sandra, los. Ja, und dann schlecht. Oh, was hab ich gesagt, du? Hat die goldene Dublade geholt, du. Ja, kein Wunder bei dem Training, ne? Ich hab dir doch vorbereitet im Wettkampf, ne? Pass mal auf, und jetzt zeige ich euch mal, ne? Wie man erstreines Training macht, ne? Also bei aller Freude, ne? Also für mich kommt der Erfolg nicht überraschend. Ne? Aber ich habe ja jahrelang hier für den DFB, ne? Für den Deutschen Fischebund gearbeitet, ne? Und der Plan war von vornherein klar. Ne, ohne, was ist denn? Tour! Ne? Ja, zu einem erfolgreichen Rennen gehört auch meistens ein erfolgreicher Start, ne? Das ist Sandra Völker hier in Original, ne? Jetzt kommt mal ein typischer Sandra Völker Start, Achtung. Sandra, jetzt geht's um die Wurst. So, wir haben ja
auch eine mega Knete verdient, ne? Für Sandra Völker Merchandising-Artikel. Zum Beispiel der Film hier, ne? Und dann haben wir diese Platte hier aufgenommen. War ein mega Hit. Nasenklammern zum Schwimmen, Lady Shave, ne? Merken ganz glatten Scheitel. So, und wenn ihr zu Hause mit diesem Trainingsprogramm nicht Weltmeister oder Olympiasieger werdet wie Sandra Völker, dann könnt ihr im Pool immer die Gläser waschen, weil dann klappt es wenigstens mit dem Nachbarn. Lotto hat überall seine Hände mit drin. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ihr bleibt hier noch ein bisschen sitzen, weil nachher wird sich hier die Couch füllen mit noch viel mehr interessanten Gästen. Und wir machen jetzt weiter mit Musik, nämlich mit einem Senkrechtstarter. Er kommt hier aus Hamburg, hatte gerade erst noch einen Hit mit Dogman. Und jetzt ist er schon wieder in die Charts eingestiegen von 0 auf 6. Hier ist Nana mit Lonely. Übrigens haben wahrscheinlich einige von euch schon gemerkt, diesen Song findet man auch auf dem Soundtrack zu 14 Tage lebenslänglich.
Und hinter diesem Hit, diesem Charts-Erfolg von 0 auf 6 immediately, steckt der deutsche Erfolgsproduzent zurzeit schlechthin. Was dieser Mann anfasst, wird zu Gold. Hier ist der Tony Couture. Hallo, hallo, Tony. Also anders als bei den meisten Produzenten kennen ja die meisten dein Gesicht. Ah ja. Noch aus Fun Factory Zeiten. Genau. Aber was du sonst alles so im Hintergrund schon gemacht hast, das wissen wahrscheinlich nicht alle. Und deswegen möchte ich euch jetzt auf den neuesten Stand bringen. Macher, Musiker und mega erfolgreich. Das ist Tony Couture. Der 25-jährige Hamburger zählt seit über 3 Jahren zu den kreativsten Köpfen der Musikbranche. Dabei beherrscht er weder Noten noch ein Instrument. Stop. Rewind. Wir sind Fun Factory. 1994 verliebte sich Disc-Jockey Tony in eine Disco-Schönheit. Die Liebe ging, doch die Musik blieb. Denn für die Liebste schrieb Couture den Song Close to You. Damit legte er den Grundstein für seine Erfolgsstory. Mit Freunden gründete er die Band Fun Factory. 2 Jahre lang waren sie nicht aus den Charts wegzudenken. Dann zog es Tony in die weite Welt. In Florida wurde er für Boygroups aktiv. Für die Backstreet Boys schrieb er ihren bislang größten Hit Get Down, bei dem er sogar selbst mitrappte. NSYNC verhalf er mit dem Song Tearing Up My Heart auf das Karrieresprungbrett. Captain Hollywood, Nana und Daisy D vertrauen auf sein Gespür für Hits, die er in seinem Studio in Hamburg-West, das er mit einem Freund gründete, produziert. Dort entstand auch sein erstes Soloprojekt Da Party Boom. Tony Couture scheint eine unerschöpfliche Hitfabrik zu sein. Ja, Wahnsinn. Dankeschön. Also da muss man echt den Hut ziehen, das ist einiges und bei den meisten Sachen weiß man es wahrscheinlich gar nicht. NSYNC wusste ich nicht, dass du deren Hit geschrieben hast. Ja, doch. Ja, doch, hab ich alles geschrieben, ja, kein Problem. Heiß hier. Aber den Song, den wir gerade als letztes im Einspieler gesehen haben, nämlich der Party Boom, das hat ja nicht so richtig geknallt, ne? Ja, kann nicht alles klappen, ne? Ich meine, ist ja so, wenn man Erfolg hat, dann gibt es auch viele Neider und so. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man einige Sachen floppen lässt. Ja, dann denken die, ja. Dann denken die, ach, jetzt ist es vorbei und dann kommt der nächste Hit. So wie Schulden machen, um Steuern zu sparen. Genau, weißt du, wie das ist? Ja, genau. So. Ja, aber dann sieht man irgendwie so eine Band wie die Backstreet Boys und die Mädels liegen denen zu Füßen und so. Denkt man sich ja manchmal, ah, jetzt habe ich denen da diesen tollen Song geschrieben und warum kommen sie nicht zu mir und liegen mir vor den Füßen? Ich meine, die meisten sind ziemlich jung und ist nicht so mein Teil. Ich meine, ich habe eine Frau und das ist okay. Ich meine, es gab schon immer Mädels, die für Jungs geschrien haben, ob es die Beatles waren, ob es Elvis war oder was auch immer. Und das gehört auch dazu. Ich meine, was wären einige Fernsehsender ohne Teenies? Ne? Das ist dasselbe. Ja. Die meisten leben davon, ist halt so. Und wir auch. Wie kommt denn eigentlich so eine Verbindung zustande mit den Backstreet Boys? Ich meine, die kommen aus Orlando, ja, aus Amerika. Und da kommst du als deutscher Produzent her und sagst, hier, ich schreibe euch einen Song, den mache ich euch groß hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, weltweit. Ja, es war so, dass Fun Factory war ja sehr erfolgreich in Amerika und gerade in Florida. Und Johnny Wright, das ist ja der Manager von denen, der hat andauernd Fun Factory gehört. Und das hat ihn so genervt, dass die in den Charts sind, die Backstreet Boys noch nicht. Ich sage, jetzt muss ich den mal kennenlernen. Und dann, ich mach's ja nicht alleine, ich mach's mit meinem Partner, Bülent Aris. Und der kam dann zu uns und dann hat er gesagt, mach doch mal. Und dann haben wir es gemacht und hatten wir Glück. Hat geklappt. Hat ziemlich geklappt, ja. Also Get Down, eins meiner Lieblingslieder. Ach so. Nein, ich meine, ich lieb's wirklich. Die Leute meinen, ich mache einen Scherz, ich stehe auf Boygroups. Ist ehrlich so. Dankeschön. Aber eine Sache, die ich wirklich kaum glauben kann, ist, dass du als Produzent, der da wirklich die Fäden zieht und der irgendwie Arrangements zusammensetzen muss, kein Instrument spielt. Ist das denn wirklich wahr? Immer nur Blockflöte, damals als du 6 warst? Ja, die Blockflöte konnte ich damals nicht spielen. Ich hatte 2 linke Hände und so. Und das ist einfach so, dass mein Partner und ich verstehen uns so gut, dass er ist eigentlich der die Regler schiebt und so und alles, die ganzen Sachen auch arrangiert und zusammensetzt. Und ich komme halt mit den Ideen. Und ich summe oder singe auf einem anderen Song. Singe ich, ja, hört sich banal an, ist aber so. Singe ich einen anderen Song und rufe ihn nachts an und sag, du, Bülow, ich hab da was und so. Wie denkst du, was hältst du davon? Get Down ist auch so entstanden.
Das geht dann so. Ja. So singst du ihm das dann vor, oder was? Ja, es war so. Ich rufe ihn an, ich sag, du, ich hab hier einen Song, der geht, get down, get down. Und so, dachte, oh, geil, lass uns machen. Und dann haben wir es gemacht. Ich meine, das ist Glückssache. Du kannst nicht immer sagen, hier, das wird ein Hit oder nicht. Also man weiß es nicht. Was ist denn deiner Meinung nach, vielleicht wenn du so ein paar Worten mal kurz umschreiben kannst, der wahre Kultura-Sound? Was ist denn das? Gibt's nicht. Gibt's nicht? Nein, man muss sich ja, ich meine, die meisten Produzenten, die versuchen, einen Trend ja hinterherzulaufen. Und wir versuchen halt, einen Trend zu setzen. Das ist natürlich sehr schwer. Das hat Snap damals gemacht. Und jetzt versuchen wir das ein bisschen zu machen. Das ist auch natürlich, man versucht natürlich in der kurzen Zeit so viel wie möglich zu produzieren und in verschiedene Richtungen, wie wir auch machen. Wir machen ja auch noch Marky Mark und solche Geschichten, der ja auch ganz gut rappen kann, was die meisten nicht wissen. Was machst du eigentlich mit deinen Millionen, Toni? Weiß ich auch nicht, was ich mit dem mache irgendwie. Ja, ich meine, so viele Millionen sind das nicht. Naja, was machst du mit den wenig Millionen? Kaufst du dir Häuser oder? Nein, wir investieren unsere Sachen halt in unsere Studios und versuchen andere. Leute nach oben zu bringen, so wie Nana, ein langjähriger Freund von mir. Und der wollte schon immer was machen. Ich sag, komm, Nana, lass uns das zusammen machen. Und wir versuchen zu investieren, um mehr und mehr zu haben. Mehr heißt nicht Geld, sondern mehr Erfolg mit unseren eigenen Künstlern, also Unknown Artists nach oben zu bringen. Das ist für uns eigentlich wichtiger. Ist es nicht auch ganz schön, so viel Geld zu haben, um deine Freundin ein bisschen zu verwöhnen? Weil ich meine, deine Freundin Daisy D, wer es mehr Geld weiß, als ich. Nee. Ja, Biber-Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin. So eine zu halten ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, hä? Also ich glaube nicht, dass sie will. Also wir waren ja schon zusammen, da hatte ich noch keine Kohle. Und deswegen ist es eigentlich ganz okay. Und sie ist eigentlich auch nicht so, die jetzt sagt, du, Kohle hat er, jetzt geht das los oder so. Naja, wie ist das eigentlich mit dir? Nimmst du die Sachen, die du machst und dich selber eigentlich sehr ernst? Oder kannst du auch teilweise über das lachen, was du machst? Ja klar, ich meine, das Leben ist ernst genug. Wenn ich dann noch ernst im Studio sitze, das muss jetzt ein Hit werden. Bitte, bitte. Und dann floppt das und dann hänge ich mich irgendwo. Und nach 6 Monaten findet man mich, dann ist es natürlich nicht so gut. Und was ist, wenn jemand anders sich ein bisschen über dich lustig macht? Ist auch okay. Ich mein, ist auch okay. Lass uns lustig machen. Sehr gut, dann nimm das. Du bist die Eins für mich, auf und schmetterlich, und ich brauch nur dich. Ja, sind die schon unter Vertrag? Ja, wollte ich gerade sagen, weil die drei, die sind besser als das Original, sagt man da hinten. Interessant, interessant. Weil die drei, die schlagen sich eigentlich derzeit noch mit Gelegenheitsjobs durch, ja. Und können bestimmt ein bisschen so einen Pusher für ihre Karriere gebrauchen. So, kommt ja gut an, merkt man ja, ist ja nicht schlecht. Ja, kommen auf jeden Fall gut an. Haben sie euch gefallen? Nimm das. Ja. Jetzt, wo es Take That nicht mehr gibt, ne? Ja, ne? Also Toni, du bleibst auch noch ein bisschen hier sitzen, genauso hier. Wie Sandra und Dirk. Ja. Und wir machen jetzt eine kleine Pause, aber später gibt es noch Rammstein, Cosma Shiva, Anna Thalbach, also bleibt dran, bis später, macht's gut. Dankeschön. Nach der Pause in Heike Makatsch, die Show. Rammstein, die Pyrotechniker bringen mit ihrem Song Engel die Show zum Explodieren. Und... Also sag mal, Heike, wie lange willst du denn jetzt mein Kind noch warten lassen, da bei dir Backstage? Nun hol sie doch mal bitte raus. It's time for Cosma, you know? Oh.
Bei Prellung, Zerrung oder Verstauchung Mobilat. Mit Mobilat sind Sie schneller wieder beweglich. Mobilat bekämpft Schmerz und Entzündung. Schnell und nachhaltig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So, der Zahnstein ist weg. Nur schade, dass die nicht so schön bleiben. Doch, wenn Sie selbst es dafür tun. Mit der Blended Dent Professional. Echt? Unabhängige klinische Studien haben jetzt sogar bewiesen, dass Ihr Wellenprofil auch zwischen den Zähnen so gründlich reinigt, dass Zahnstein so schnell nicht wieder entsteht. So bleiben Zähne länger natürlich weiß. Papi, hast du deine Zähne weiß gemalt? Nee, die bleiben jetzt so. Die Blender Dent Professional. Unser bestes Rezept für saubere, natürlich weiße Zähne. Die neue Boom 97 sprengt wieder alle Dimensionen. Mit En Vogue, Boyzone, R. Kelly und Brooklyn Bounce. Mit Tic-Tac-Toe, Gala und NSYNC. Mit Apollo 440 und The Blue Boy. So knallt's richtig. Boom 97, die hochexplosive neue Doppel-CD. Gibt's ja mit Feuerlöscher? Damit Ihr Wunsch vom Traumhaus kein Kindertraum bleibt, gibt es das Superlos der Aktion Sorgenkind-Lotterie. Jede Woche ein Traumhaus im Wert von 1 Million zu gewinnen. Lose gibt's bei Postbank und Sparkasse. Es ist stark. Es ist grausam. Es lässt dir keine Chance. Das Relikt ab 1. Mai im Kino. Als Tagesmutter benutze ich Babytücher. Und die müssen einfach weich sein. Früher dachte ich, alle Babytücher sind gleich. Aber als mein Sohn Eddie etwa 5 Monate alt war, habe ich die feuchten Babytücher von Pampers entdeckt. Die waren so weich. Pampers Babytücher sind 3-mal so dick wie herkömmliche dünne Babytücher und deshalb viel weicher. So weich und sanft, dass das Säubern von Eddies zarter Haut und der Kinder, die ich betreue, wie eine zusätzliche Streicheleinheit sind. Pampers Babytücher. So viel weicher und sanfter. Für die zufriedensten Babys. Direkt aus dem Nachtleben. Nonstop gemixt. Club Tunes Number One. Jetzt auch tagsüber zu haben. Die jungen Wilden. TV-Movies made by RTL 2. Was mit stürmischer Verliebtheit beginnt, los, auf, du blöder Fotze! Endet oft genug in Hass und Trostlosigkeit. Und die Leidtragenden dabei sind meist die Kinder. Das ist schwer zu sagen, was ist Ursache, was ist Wirkung. Bernd Böhlich inszenierte das Schreckensbild einer Ehetragödie, wie sie dramatischer nicht verlaufen kann. Sie sind doch Psychiaterin. Sie müssen doch merken, dass der Mann krank im Kopf ist. Was bleibt, sind die Trümmer einer ehemals heilen Welt. Ich klage Katrin Menzel des Doppelmordes an. Maria Schrader. Ich bin unschuldig. Jürgen Vogel. Ich will jetzt doch eine Aussage machen. Und Christian Redl. Du bist schuld, Oliver, was du lässt! In Der Kindermord. Nächsten Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL 2. Ja, wir sind wieder da. Wir haben hier die Sitzgruppe ein bisschen umrangiert, damit ich mich mit meinen 2 neuen Gästen gut unterhalten kann. Das ist einmal die Cosma Shiva Hagen und Anna Thalbach. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und mit euch beiden hat das ja eine ganz besondere Bewandtnis. Also ihr habt einige Dinge gemeinsam. Parallelen. Ja, Parallelen. Also eure Leben haben sich schon mal gekreuzt vor langer, langer Zeit. Na, so lange wieder auch nicht. So alt sind wir ja nicht. Ja, aber es war auf jeden Fall so, dass... Wie bitte? Es war auf jeden Fall so, dass auf dich früher von Nina Hagen aufgepasst wurde. Ganz Stimmt früher, das? Ja. Da war ich ganz mini klein, 4 oder 5. Und da warst du noch gar nicht geboren? Da war ich noch Nein. gar nicht da, nee, da war ich... Da warst du noch irgendwo im Kosmos wahrscheinlich. Ja, genau. Aber du wolltest sie immer schon mal kennenlernen, deswegen haben wir euch beide zusammen eingeladen. Nette Schauspielerin. Man guckt ja immer so ein bisschen, wenn man in die Schiene gehen will und dann... Klar. Eine andere Sache, warum wir euch eingeladen haben, ist natürlich, weil ihr beide berühmte Mütter habt. Und da frage ich mich manchmal, ob das eher eine Strafe ist oder ein Segen. Je nachdem, also man kennt es ja, ich denke nicht, dass das eine Strafe ist. Man ist ja auch stolz darauf, aber
Ohne wäre auch nicht schlimm. Ohne wäre auch nicht schlimm, nee. Also wenn es eine nette Mutter ist, dann darf sie auch berühmt sein. Wenn sie doof ist, dann nutzt einem das auch nichts. Und ansonsten kommt das alles immer von außen. Also das sind meistens die Leute, die von außen kommen, die einem irgendwie in den Kopf setzen, dass es für einen doch eine Belastung sein muss, dass man mit so einem Namen lebt. Wenn man damit aufwächst, empfindet man das immer alles als völlig normal. Man denkt, in der Welt, in dieser Filmwelt, in der man sich bewegt oder ob es der Musikbusiness ist, ist was ganz Normales. Man hat nicht diese Aufregung und hat dadurch auch nicht so ein Gefühl, oh, ich treffe jemand Berühmtes, weil für einen so wie, weiß ich nicht, ein Arztsohn sich in der Arztwelt auch völlig, der glaubt, alles ist einfach alles so. Ihr seid ja sozusagen Insider, wenn es um Nina Hagen geht und um Katharina Thalbach. Was sind denn so Sachen, die wahrscheinlich die meisten Leute nicht wissen, die so richtig nerven an den beiden, wo ihr sagt, ey, meine Mutter, das kann ich wirklich an ihr nicht ab. Die Fratzen von meiner Mutter. Also ja, ich sehe sie nie normal. Aber du kannst das auch gut. Du kannst das auch sehr gut. Meint ihr denn, dass, wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, so in Künstlerkreisen aufwächst, seien es jetzt Schauspieler, seien es Musiker, dass irgendwie der Weg für einen selber dahin eigentlich schon so geebnet ist, dass es eigentlich so was Normales wie eine Bankkaufmannslehre oder so überhaupt nicht geben kann im Leben? Also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es Cosma ging, dass ich mir als Teenager manchmal gewünscht habe, nichts mehr als ganz normal zu sein, ganz normale Eltern zu haben, die einen ganz normalen Beruf haben und ein ganz stinknormales Leben zu führen, nach Hause zu kommen, nach der Schule ein Mittagessen zu kriegen, etc. pp. Irgendwann kommt, entscheidet man sich halt. Also bei mir ist es so, ich bin halt einfach reingestolpert, ganz oft blöd, habe halt immer die Kleine von meiner Mama gespielt und irgendwann hat es für mich selber funktioniert. Ich mache es gerne, kann damit mein Geld verdienen. Aber ich hätte mich auch anders entscheiden können. Ich glaube, klar, man ja, ist dadurch... Bei dir fängt es ja gerade erst an. Also du hast jetzt bei Bella Block eine ganz kleine Rolle gespielt, wie du sagst. Aber jetzt kommt auch demnächst dann ein Kinoprojekt Ende des Jahres. Ja, das ist noch auf lange Sicht. Aber es ist, also es ist die erste Rolle, die ich angeboten gekriegt habe, die mir persönlich auch gefällt. Und so sollte das ja sein, wenn es die erste große ist. Das stimmt auf jeden Fall. Aber dauert alles noch ein bisschen. Was du, glaube ich, noch gar nicht weißt, Cosma, ist, dass wir ja deine Mama in Los Angeles besucht haben, ne? Weißt du das schon? Besucht? Ja, besucht. Also, dass ihr eingeladen habt, das hatte ich noch mitgekriegt. Ja, genau, aber der Flug war ein bisschen zu weit, die Zeit war ein bisschen zu kurz. Die haben auch immer gedacht, so irgendwas gemunkelt und ich habe mich gefragt vorhin, was soll denn das? Haben die irgendwelche Geheimnisse vor? Wir haben Geheimnisse. Ich bin echt paranoid. Wir haben sie nämlich in Los Angeles besucht und haben festgestellt, dass Nina Hagen an ihre Tochter sogar denkt, wenn sie Fernsehen guckt. Weil ich habe gerade gestern wieder X-Files gesehen und da wurden Babys mit kleinen Schwänzchen geboren hinten. Und die, ja, ich meine, ich habe ja auch ein UFO gesehen, wo ich mit ihr 4 Monate schwanger war. Daher habe ich mir schon sowieso immer gedacht, dass sie also, you know, eventuell direkt von der Göttin hierher geschickt worden ist. Ne? Ja. Also Ninas Charme ist eigentlich nicht zu übertreffen, finde ich. Ja, also sie sieht ja was Göttliches in dir. Hast du das auch schon selber in dir gespürt oder denkst du dir, ja Mama, erzähl du mal, ich bin göttlich. Jeder hat ja was Göttliches in sich. Jeder einzelne Mensch hat irgendwas Göttliches in sich. Aber ich bin mal gespannt, was Nina noch so alles zu erzählen hatte. Ist Cosma auch so exaltiert wie du? Ach, das braucht sie nicht. Cosma ist in einem anderen Sinne perfekt. You know, sie braucht nicht die Sachen machen, die ich mache, weil ich bin ja einzigartig, you know. Braucht ja keiner so zu sein wie ich. I mean, ist ja nicht so, dass ich Cosma geklont habe, you know. Cosma ist ja eine total neue Kreation. Naja, also Cosma, wenn ich dich so angucke, so gesichtstechnisch und so, dann denke ich fast, dass sie dich geklont hat, aber... Ist das für dich so ein Wunsch, dass du gerne so wärst wie deine Mutter? Oder findest du auch manche überhaupt Sachen blöd, nicht, überhaupt die, du nicht. Die sie macht? Oder? Nö, ist alles toll, ist ja ihr Ding. Sie soll ja machen, was sie will, was sie meint. Und ich mach mein Ding. Ne? Also Nina, komm ein letztes Mal zu Wort, bitte. Hello Cosma. Me and Otis, we love you very, very much. And wir wünschen dir einen wunderbaren Geburtstag und einen Vorgeburtstag und einen Nachgeburtstag und einen Hauptgeburtstag. Weil die ganze Maienzeit, you know, wenn der weiße Flieder wieder blüht, das ist deine Zeit. And you're gonna be sweet 16 and we're gonna send you a package every week until your birthday and even after the birthday. Und wir hoffen, dass du bald zu uns nach Amerika kommst, weil die Leute in Hollywood sind auch alle schon total scharf auf dich. Also, see you later.
hat die Nina auch gleich noch ein Geheimnis gelüftet, dass du jetzt bald Sweet 16 sein wirst. Ja. Am 17. Mai. Mhm. Man darf ja eigentlich nicht vorgratulieren, aber die Nina hat uns ein Päckchen für dich mitgegeben. Also ein Vorgeburtstagsgeschenk, was du aber noch nicht auspacken darfst. Ja, das finde ich alles sehr gelungen. Ich freue mich, dass ihr beide hier wart. Bleibt noch was sitzen. Ich habe letztens ganz zufällig im Zug Cary Grant getroffen. Könnt ihr euch mal angucken. Sicher komme ich Ihnen irgendwie bekannt vor. Es kommt Ihnen vor, als ob Sie mich schon mal gesehen hätten. Was ich doch für eine Wirkung auf die Menschen habe, es ist etwas an meinem Gesicht, das... Immer wenn ich einer attraktiven Frau begegne, fange ich automatisch an, ihr vorzumachen, dass ich gar kein Interesse daran habe, mich mit ihr einzulassen. Ich scheine irgendwas falsch zu verstehen. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe mein Buch lesen. Finden Sie nicht auch, dass es an der Zeit ist, uns bekannt zu machen? Meinetwegen. Makatsch. Heike Makatsch. Ich heiße Jack Phillips. Verkaufsleiter der Westküste für Kühlschränke. So Quatsch. Sie sind Cary Grant. Das haben Sie gewusst? Hören Sie mal, das sieht man doch sofort. Aus welchem Grund? Wegen diesem Loch, was Sie da im Kinn haben, diese Spalte. Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich gehe mal in mein Abteil zurück. Ist das etwa ein Angebot? Ich bitte Sie, Sie sind überhaupt nicht mein Typ. Ich würde Sie ja furchtbar gerne in meinen Abteil einladen, aber ich habe keinen. Der berühmte Cary Grant fährt so hier im Speisewagen rum und schnorrt mit seiner alten Masche die Frauen an, was? Sie haben nicht zufällig einen Pyjama dabei, den Sie mir borgen könnten? Also ich würde sagen, jetzt reicht's. Haben Sie eigentlich überhaupt gar keinen Anstand? Nein, nicht einmal eine Fahrkarte. Freut mich, da vorne steigen nämlich gerade die Kontrolleure ein. Nicht bezahlt. Ja, Cary und ich im Zug. Na, war eine nette Begegnung. Wir machen jetzt weiter mit Musik, aber nicht mit irgendeiner Musik. Ihr habt wahrscheinlich alle oder wenigstens viele von euch schon den neuen David Lynch-Film ausgecheckt. Einer der besten Filme, finde ich, dieser Wochen. Und wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr auch einen düsteren deutschen Soundtrack darauf finden können. Und der war von Rammstein. Heute sind sie bei uns hier auf der Bühne mit Engel. Viel Spaß.
dir hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, dass du so ein Rammstein-Fan bist. Bin ich auch erst seit heute. Das sind ziemlich coole Band, war ein ziemlich heißer Song, mir ist tierisch warm jetzt gerade. Ja, mit den ganzen Pyros, das wird ziemlich warm. Da habe ich mir gleich gedacht, wie fändest du das eigentlich, wenn man so kleine Mini-Pyros vielleicht so um deine Turntables rumbaut? Da müsst ihr auf Heavy Metal wird umsatteln, dann passt das besser. Irgendwie. So ja. Ist schon ganz schön. Industrial, Metallica, Heavy Metal oder vielleicht ein bisschen Rammstein. Ich stehe jetzt jedenfalls hier gerade beim Klee, weil der Klee gleich auflegen wird zu unserer Mode. Und es handelt sich hierbei um Recycling-Mode, das ist was ganz Besonderes. Hat auch viel mit Film zu tun, mit Zelluloid. Also lasst euch überraschen, wir sind gleich wieder da. Bis dann. Rave Lion präsentiert Most Wanted, die CD. Die besten Tracks. Jetzt ist sie da. Von euch gewählt. Rave Lion, Most Wanted. Nur von Arcade. Haben Sie die Nerven für einen Schocker? Um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Den Sie so schnell nicht vergessen werden. Das Relikt ab 1. Mai im Kino. Ich wünsche mir Apollo for 40 mit N Talking Bomb Stuff. Die neue Viva Interaktiv 2, eure Wunsch-Hit-CD. Die neue Viva Interaktiv 2, eure Wunsch-Hit-CD. Luft, die mitläuft. Die erste Lufttransfertechnologie in einem Laufschuh. DMX Reebok. Also ich wünsche mir Two Fronts von MR. Ich wünsche mir die süßen Backstreet Boys mit Anywhere for You. Eure meistgewünschten Pop, Rock und Dance Superhits. Die neue Viva Interaktiv 2. Eure Wunsch-Hit-CD. Mit 3D-Cover. Ich war ständig am Nachschauen. Sicher ist sicher. Wart mal kurz. Muss mal schnell wohin. Nachschauen, nachschauen. Dieses unsichere Gefühl seit, ach, schon ewig. Jeden Monat. Dann habe ich was geändert. Ich nehme jetzt Always Ultra. Sehen Sie, nur 3 mm dünn und saugt so viel auf. Das Geheimnis, die einzigartige Dry-Weave-Oberfläche und der ultrasaugstarke Kern, der die Flüssigkeit sicher einschließt. So sind Sie sicher geschützt. Der Beweis, die Always bleibt sauber und trocken. Statt Monat für Monat ständig nachschauen. Lieber ein für alle Mal, Always. Der Ultraschutz für ein sicheres Gefühl. Always. So sicher wie Sie selbst. Ralf hat mich das erste Mal umarmt. Ja? Dirk hat mich so wild geküsst. Sascha hat gestern sein Hilltorpedo rausgeholt. Da bin ich richtig abgegangen. Was? Meine Null Formel 1. Formel 1 Hilltorpedo. Die volle Dröhnung aus den Charts. Mit Future Breeze, Energy 52, Depeche Mode, Backstreet Boys, C-Block und NSYNC. Formel 1 Hit-Torpedo, damit gehst du richtig ab. Rinderwahn und die Folgen. Jetzt müssen gesunde Tiere sterben. Was bringt die Massentötung? Er fährt super, aber bleibt normal. Schumacher über Frust, Familie und Ferrari. Für immer jung. Forscher versprechen das ewige Leben. Traum oder Albtraum? Der neue Stern. Jetzt kaufen. Eternal. Nach 5 Millionen verkauften Alben und 12 Top-10-Hits kommt jetzt ihr sensationelles neues Album, Before the Rain, mit der Hitsingle Someday und der neuen Single Don't You Love Me. Before the Rain, das Album. Don't You Love Me, die Single von Eternal. Männer, ruf an! Nummer 190, 3x96. Girls, gebührenfrei! Nummer 130, 3x96. Sich denn immer noch nicht? Doch,
Im Lakeside-Jugendcamp tut sich gewaltig was. Was ist, wenn der Aufenthalt im Camp ungemütlich für seine Gäste wird? Na, ist doch klar. Das gibt einen Wettkampf der Lachmuskeln. Ihr dürft nie vergessen, wie viel dieser Wettkampf für uns bedeutet. Spitzencomedy. Na toll! American Ice Cream 3,5. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Das kann ja heiter werden. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Doch dann fällt plötzlich ein Schuss. Und sorgt für Arbeit. Arbeit, die gemacht werden muss. Schnell und präzise. Danach... Oh, Remy, nimm mich. Geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Erotik, die Spaß macht. Savannah und Big Easy, Straßen der Sünde. Zwei Erfolgsserien für einen vergnüglichen Abend. Immer sonntags ab 20.15 Uhr. Leidenschaft und Erotik bei RTL 2. Komm mal ein bisschen näher. Hier bin ich wieder. Es ist schon fast Schluss, aber vorher möchten wir euch noch ziemlich abgefahrene Mode präsentieren. Also ich persönlich sehe ja mal wieder aus wie immer. Ja? Hose, T-Shirt, alles aus Stoff. Aber wer trägt heutzutage schon noch Klamotten aus Stoff? Ist ja richtig langweilig. Man kann sie doch aus Milchtüten fertigen oder vielleicht aus Filmstreifen oder so. Auf jeden Fall hat das der Stefan Hahn gemacht. Und diese Mode, nämlich die Recycling-Mode, sehen wir jetzt zu der Musik vom Klee. Wundervoll Kleider. Ich muss ja sagen, das sieht sehr viel tragbarer aus, als ich mir das so auf den ersten Blick vorgestellt habe. Ja, klar. Es ist ja auch zum Tragen gedacht für ein großes Ereignis, wenn man mal auffallen will. Ja, und an wen verkaufst du sowas? Kriegen das die Leute von der Stange oder müssen das irgendwelche Superstars ordern? Also es können Leute auch von der Stange kaufen, aber es ist jetzt eher so, dass Schauspielerinnen das anziehen oder Musikleute. Ja, Anna, wäre das was für dich? Posner, ihr könnt ein bisschen Zelluloid tragen. Jetzt möchte ich das mir doch mal ein bisschen genauer angucken. Also, das sind Filmstreifen. Ja. Und da ist überall ein Bild drauf. Hier überall ein Bild? Drauf, ja. Aber du weißt auch nicht genau, was es ist. Hast du es einfach irgendwo aus dem Müll gezogen oder hast du es selber verknipst? Nee, eine Freundin hat mich angerufen und meinte, sie hätte da ein paar Kisten und... Mach was draus. Mach was draus. Ist das sozusagen auch die Philosophie dahinter, dass du irgendwie...
Müll hast, mit dem du nicht weißt, wohin, wo soll ich das entsorgen, mach ich doch ein Kleid draus. Zu diesen Filmkleidern kam ich, weil Filme in unserer Gesellschaft sind sehr wichtig geworden. Wenn ein Film neu rauskommt, ist es ein Event. Und ja, dieses Event habe ich jetzt an die Frau gebracht. Und was ist mit der Milchtüte? Ist eine Milchtüte auch ein Event? Ja, also ich meine da vorne, das muss ich mal ganz kurz dazu sagen, das sind Teile von Milchtüten. Ein Event ist es, glaube ich, mit dem Ausschnitt und mit den Beinen von Irina. Das stimmt, die Beine von Irina sind auf jeden Fall ein Event. Da würde ich nichts gegen sagen. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du da warst mit deinen wunderschönen Models und diesen tollen Kleidern. Ihr wisst ja, wenn ihr wissen wollt, wo man das kriegen kann, guckt einfach im Internet nach. Macht's gut, vielen Dank. Das war Recycling-Mode. Ich muss jetzt mal hier meinen Weg finden. Zurück zu, ist das denn überhaupt Lotto? Ja, logisch, logisch. Mann, also... Du bist mutiert, Lotto. Ja, ich hab mich vorhin, ich hab mich ein bisschen hier über den ganzen Arm verweckt, so ein bisschen mich selbst tätowiert, Branding und Piercing und so. Und ich habe mich im Kopf ein bisschen quer tätowiert. Ja, das kann man wohl laut sagen. Ich habe für dich auch was dabei. Hier, guck mal. Oh, danke schön. Das ist, wenn man nächstes Jahr Weltmeisterin werden will im Schwimmen, dann ist das, glaube ich, die richtige Badehaube. So, steht mir das gut? Das ist das, oder? Dankeschön, vielen Dank. Ja, das werde ich jetzt bis zum Schluss der Sendung noch weiterhin tragen, weil wir sind nämlich am Schluss der Sendung angekommen, also ist das nicht so schwierig. Und ich sage jetzt nochmal Tschüss an meine lieben Gäste, die ja noch so geduldig sitzen. Macht's gut, nochmal Applaus für alle. Ich sage auch noch... Gesucht.